Hallo und herzlich willkommen von der Fachpark in Nürnberg aus Halle 4, aus unserem mehr oder weniger gläsernen Studio. Mein Name ist Julia Paul und ich führe Sie jetzt in den nächsten Stunden durch unser Programm. Und wir haben viele spannende Themen vor uns. Es wird sehr viel um Mehrweg gehen. Aber zuerst werden wir uns einem Packmittel widmen, das inzwischen allgegenwärtig ist. Jeder von uns hat es wahrscheinlich täglich in der Hand. Wir wollen uns Kunststoff ein bisschen mehr angucken und wie wir zur Leiter Side of Life changen können. Das ist das Thema unseres nächsten Gesprächsvortrags in diesem Fall. Ich freue mich sehr dazu, Alexander Bonitz zu begrüßen, Head of Sales bei Alpla in Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Hallo Herr Bonitz, wie geht's Ihnen? Dankeschön für die Anmoderation, mir geht's prima und danke, dass ich hier sein darf. Wunderbar, Ihre wievielte Fachpark ist das inzwischen? Für mich ist es die zweite, für das Unternehmen schon mehrere. Ich bin jetzt seit knapp 2 Jahren im Unternehmen und freue mich, dass ich hier sein darf. Bei mir ist es ähnlich, es ist auch meine zweite Fachpark, aber das Unternehmen ist auch schon länger dabei. Ja, in Ihrem Vortrag wird es jetzt um alternative Kunststoffverpackungen gehen und besonders wie mit leichtgewichtigen Produkten die CO2-Emissionen verringert werden können. Und ich bin sehr gespannt und übergebe das Wort an Sie. Ja, vielen Dank. Change to the Light Side of Life ist ein Synonym dafür, was heute mit leichtgewichtigen Kunststoffverpackungen möglich ist, um den CO2-Fußabdruck in der Industrie zu verbessern. Dazu haben wir auch einen, wenn auch etwas provokanten Slogan, Plastic is Fantastic, auf den ich gleich nochmal eingehen werde. Kurz zu Alpla. Für die allerwenigsten ist wahrscheinlich bekannt, wofür Alpla steht. Alpla steht für Alpenplastik und wir sind ein Unternehmen, was inzwischen in 196 Produktionswerken aktiv ist, in 47 Ländern und eine Gesamtgröße von ca. 23.000 Mitarbeitern bei einem Jahresumsatz von 4,7 Milliarden Euro aufzuweisen hat. Und das Ganze in verschiedensten Marktsegmenten, über Beverages, Food, aber auch Kosmetik, Reinigungsmittel und vieles mehr, wo unsere Plastikverpackungen, Kunststoffverpackungen benötigt werden. Das ganze Thema Circular Economy hat bei uns den Oberbegriff 4R. Die 4R stehen für Reduce, Reuse, Recycle und Replace und diese 4Rs haben damit zu tun, wie es möglich ist, Kunststoffverbrauch zu reduzieren, Kunststoffmaterial zu recyceln, leichter zu machen. Und dazu haben wir verschiedenste Möglichkeiten, zum Beispiel indem wir bei unseren Kunden on-site produzieren, um CO2-Fußabdrücke zu verbessern, aber auch um zum Beispiel Verpackungen leichter zu machen. Und das ist auch der Schwerpunkt der heutigen Präsentation. Alpla stands for Recycling. Warum ist das so? Warum stehen wir für Recycling? Nun, wir haben in den letzten Jahren sehr viel Geld investiert in eigene Recyclingkapazitäten, durch eigene Recyclingwerke in Europa, in Südafrika, aber auch in Südostasien. Denn das Material wiederzugewinnen ist der Key Fact im Bereich Recycling. Wenn wir Waren an unsere Kunden verkaufen, die diese abfüllen, dann in den Kreislauf bringen, der Endverbraucher bringt sie zurück, zum Beispiel in einen Sammelautomaten, dann ist es für uns elementar, dass wir auch wieder Zugriff auf dieses Material bekommen und deswegen stehen wir für Recycling über eigene Recyclingwerke. Wir verfügen über 350.000 Tonnen Recyclingkapazität weltweit mit Schwerpunkt PET, aber auch PP und PE sind dabei. Ich habe so einen kleinen Film mitgebracht. Ich weiß nicht, ob der jetzt gesehen werden kann. Wenn ich den mal abspiele. Oh, hat nicht funktioniert. Er soll einfach dafür stehen. Das ist jetzt so ein kleiner Thekenstreit mit Glasflaschen und Kunststoffflaschen. Den überspringen wir dann einfach. Ja, was heißt Lightweight Packaging, leichtere Verpackung in der Praxis? Schauen wir einfach mal auf den CO2-Fußabdruck von PET-Flaschen im Vergleich zu Glasflaschen. Dann ist es sehr leicht nachzuweisen, dass eine PET-Flasche schon aufgrund ihres deutlich geringeren Gewichtes und deutlich geringerem Energieverbrauch bei der Herstellung der Glasflasche weit überlegen ist.
Und wir haben natürlich hinlängliche Studien und Untersuchungen, die das belegen. Was schon dadurch deutlich wird, dass eine Glasflasche bis zu 10-mal schwerer ist als eine PET-Flasche. Wir haben hier auf dem Stand auch ein etwas emotionaleres Thema aufgegriffen, nämlich das Thema Glass to Plastic für Weinflaschen. Wir haben tatsächlich die ersten größeren Kunden gewinnen können, bis hin zu größeren Einzelhandelsketten, die tatsächlich im Preiseinstiegssegment für Wein auf PET-Weinflaschen, die 100% recyclingfähig sind, umgestellt haben. So, und das ist etwas, was wir natürlich gerne präsentieren, auch bei uns am Stand, auch gerne mit einer Verkostung verbunden, denn das ist der Trend, der in unseren Augen unumkehrbar ist, wenn es darum geht, leichtere Verpackungen, die auch noch den CO2-Fußabdruck der Inverkehrbringer verbessern, einfach mal zu erleben. Eine kleinere Verdeutlichung, was den CO2-Fußabdruck angeht, haben wir einfach mal durch ein Äquivalent zur Verfügung gestellt, nämlich wenn man 10.000 PET-Flaschen im Vergleich zu 10.000 Glasflaschen in Flügen von Zürich nach London ummünzt, dann ist das also so, dass die PET-Flaschen, 10.000 Stück an der Zahl, so viel CO2 generieren wie 6 Flüge. Die gleiche Anzahl Glasflaschen produzieren so viel CO2 wie 14 Flüge. Auch das ist gut zu errechnen und nachweisbar und macht es vielleicht auch für den Laien noch mal ein bisschen deutlicher, was Lightweight oder Leichtverpackungen eigentlich für Vorteile bringen. Das Thema Gewicht für Verpackungen habe ich eben schon hinlänglich behandelt. Es ist ganz einfach so, dass es auch beim Transport, also zum Beispiel auf dem Weg zu unseren Kunden, erhebliche Vorteile für den CO2-Fußabdruck mit sich bringt. Wir stellen uns vor, die gleiche Menge Glasflaschen und PET-Flaschen sind in 2 LKWs unterwegs. Dann ist auch die Logistik ein wichtiges Element dabei, CO2 zu reduzieren. Ja, nochmal zusammengefasst, die Vorteile von Kunststoffverpackungen, was den CO2-Fußabdruck angeht, das ist das leichte Gewicht, das ist die Sicherheit der Produkte. Ich habe hier auch mal so ein paar Beispiele mitgebracht. Stellen wir uns vor, in Freizeitveranstaltungen, auf Konzerten, in Zügen, in Flugzeugen haben PET-Verpackungen einfach große Vorteile im Vergleich zu Glas. Ein Kurzdurchlauf durch einige wichtige Projekte, die wir auch mit neuen Kunden generieren konnten, unter anderem die Firma Zero aus Hamburg mit ihrer Marke Simi, die auch hier auf dieser Messe präsent sind, haben es geschafft, mit dem Handel in Deutschland, mit den Drogisten in Deutschland, ein voll recyclingfähiges und wiederverwertbares Kosmetik-Verpackungskonzept zu etablieren, welche zu 100% über die existierenden Wiederverwertungsströme zurück zum Abfüller kommen und somit quasi das erste befandete, voll recycelbare Konzept im Bereich Kosmetik darstellen. Und wir sind sehr stolz darauf, mit unseren Flaschen dort einen Beitrag leisten zu können. Und dieser Trend wird unumkehrbar weitergehen. Und wir sind sehr froh, dass wir da zu den First Movern gehören durften. Ein weiteres Segment unter der Überschrift der PPWR, also der Packaging, Plastic Packaging and Waste Regulation der Europäischen Union. Wir alle oder die allermeisten von uns konsumieren sehr wahrscheinlich Joghurtprodukte, Milchprodukte und Ähnliches, die heute in der Regel aus Material bestehen, welches schlecht oder gar nicht recyclingfähig ist, beziehungsweise kein Recyclingmaterial zur Verfügung steht, wie zum Beispiel Polystyrol oder auch Polypropylen. Und darum sind wir sehr weit in der Entwicklung eines voll 100% recyclingfähigen PET-Spritzgussbechers, der nicht nur sehr leicht ist, sondern eben auch den unschlankbaren Vorteil mitbringt, in den Recyclingkreislauf eingebracht werden zu können. Und wir erkennen am Interesse unserer Kunden, dass das ein Trend sein wird, wo wir in Zukunft einen gewichtigen Beitrag leisten können, um auch dieses Thema der massenhaft benötigten Verpackungen im Zusammenspiel mit den neuen EU-Gesetzgebungen anbieten zu können. Ein weiteres Segment, Mineralwasser aus 100% recyclingfähigen PET,
es beginnt so langsam, dass Mineralwasserflaschen aus PET im Pfandsystem in Deutschland auftauchen, ist nicht neu. Dass sie jetzt auch zu 100% aus Recyclingmaterial bestehen, hingegen schon. Auch da sind wir froh, die ersten Kunden gewinnen zu können. In diesem Fall die Firma Tönnesteiner, die sich gewagt hat, trotz des etwas gräulicheren Schleiers bei einer Recycling-PET-Flasche im Vergleich zu einer Flasche, die aus frischem Material gemacht ist, in den Markt zu gehen, keine Scheu davor zu haben, sich ein bisschen in der Optik zu unterscheiden, aber trotzdem einen wesentlichen Beitrag für den CO2-Fußabdruck bei Mineralwasserflaschen zu leisten. Ja, im Bereich Kosmetik ist das Thema Nachfüllen, wie ich eben sagte, ein großes. Und auch da helfen wir unseren Kunden mit leicht konstruierten Verpackungen im Bereich Nachfüllen eine Alternative zu weniger gut recyclingfähigen, mehrschichtigen Kunststoffbeuteln anbieten zu können, die nämlich überhaupt nicht gut recyclingfähig sind, ähnlich wie Tetra Paks. Und da bieten wir eben einen leichten Baustein an, der aus 100% recyclingfähigem Monomaterial besteht und dafür sorgen kann, dass man zu Hause seine Handseife, sein Duschgel wieder befüllen kann, die dort existierenden Flaschen wiederverwenden kann und somit deutlich weniger Kunststoff verbraucht. Im Bereich der Kanister bieten wir Kanister an, 5 Liter Größenbereich, die kaum mehr als 100 Gramm wiegen, was außergewöhnlich leicht ist. Und auch dort leisten wir somit einen Beitrag dafür, dass weniger Kunststoff verbraucht wird und der verbraucht wird, auch noch recyclingfähig ist, auch für schwergewichtigere Füllgüter im Food- und Non-Food-Bereich. Last not least, um nochmal so das emotionale Thema so ein bisschen aufzugreifen, wir nennen ihn Champagne Cork oder auch der Sektkorken, der eine oder andere kennt ihn schon. Allerdings besteht unserer ebenfalls aus 100% recyclingfähigen HDPE und ist deswegen ein Teil des Wiederverwertungskreislaufes, auch für emotionale Produkte wie Sekt oder ähnliche Produkte. Ja, und das ist etwas, was ja in Summe einfach unheimlich viel Spaß macht, weil wir immer wieder neue Marktanteile gewinnen können. Und ich bin froh, dass wir dazu sehr intensiv hier auf der Messe mit unseren Kunden in den Austausch gehen können. Danke bis hierhin. Ja, wir haben zu danken. Spannendes Thema auf jeden Fall. Da waren ja einige Verpackungslösungen dabei. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, das müssen Sie mir einmal verraten. Die beiden Flaschen, die wir jetzt hier sehen, sind die beide aus PET oder ist die vordere befüllte noch aus Glas? Denn ich konnte den Unterschied nicht sehen. Ja, was vermuten Sie denn? Ich würde jetzt vermuten, dass sie beide aus PET sind. Genau, also es soll einfach, aber genau das ist ja der Zweck. Stellen Sie sich vor, Sie stehen vorm Weinregal ja, und sehen hier eine fertig gestaltete und abgefüllte Flasche. Sie sollen ja auch keinen Unterschied sehen. Ja. Ja, und Sie sehen ihn eben auch kaum. Mhm. Und auch haptisch ist das sehr dicht dran am Glas. Und der Kunststoff hat eben entschlagene Vorteile, die ich eben schon hinlänglich genannt habe. Es lässt sich aber auch schneller kühlen, zum Beispiel. Ja. Ja, also wenn es jetzt mal schnell sein muss, dass die Flasche Wein kalt werden muss, dann wird sie das in der PET-Flasche deutlich schneller. Und wenn Sie eine Freizeitaktivität haben, wo Sie Getränkeflaschen mitnehmen, nehmen Sie in der Regel auch kein Mineralwasser in Glasflaschen mit. Ja, das ist richtig. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf, wenn ich das dann mal im Supermarkt in der Hand habe und dann wahrscheinlich erst beim Anfassen den Unterschied auch wirklich merke. Genau. Vielen Dank für den Vortrag. Das waren auf jeden Fall spannende Einblicke. Ja, prima. Wer diesen Vortrag nochmal sehen möchte oder ein anderes Gespräch heute verpasst hat, Sie finden alle Videos auf unserer Website packagingjournal.de oder auch auf der Website der Fachpack. Und wir sind jetzt gleich im Punkt wieder hier mit, wie angekündigt, dem Thema Mehrweg. Und ich sage, bleiben Sie dran und bedanke mich.